Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir sind auf dem Weg zu Gunther, benötigt einen Kohle. Habe ich vergessen. Wir sind auf dem Weg zu Gunther und auch auf dem Weg zu den Scheißerles, damit wir ja, einmal den Scheißerles noch Geschenke geben können. An diesem verregneten Sonntag, dem 21. Sommer. Und zweimal Gunther uns ein paar Gioden auf. Nee, Gunther ein paar Seltenheiten von uns bekommt. Und dreimal gehen wir noch zu Clint, der uns ein paar Gioden aufhämmert, weil wir haben ein bisschen was angesammelt. Und ich wüsste gerne, was sich da drin befindet. In unseren normalen Gioden, in unseren Omni-Gioden und in unseren Frozen-Gioden, die wir noch haben. Aber zuerst geht's zu den Scheißeles, die die Sonne bekommen. Die Solar-Essenz. Die Solar-Essenz, damit sie solarmäßig in Höhe scheinen können. Und unsere Höhlen erleuchten. Ich hoffe, sie geben uns was dafür. Ganz uneigennützig sind wir hier dementsprechend auf dem Weg zu den Scheißerles. Wir wollen ja gar nichts dafür haben. Ja. Bündel komplett. Hey. Belohnung. Hey, wir erhöhen den Radius zur Aufnahme von Gegenständen leicht. Und es läuft das Scheißerle mit seinem kleinen Paket darüber. Es gibt schon wieder neue Aufgaben. Aber das hört ja auch nie auf hier. Gut, Radius ist erhöht. Achso, ist ein glücklicher Hund da unten. Können wir eigentlich mit Haustieren irgendwas machen? Was gibt's hier? Futterbündel, Heu, Weizen und Apfel. Okay. Eichenharz, Wein, Hasenpfote und Granatapfel. Ahornsirup, Straußfarn, Trüffel, Spiegelei, Makirolle, Mohn. Alter, wir müssen hier noch einiges lernen. Diverse Pilze, Seeigel, Sonnenblume, Rotkohl, Aquamarin, Enten. Aquamarin haben wir schon. Aber das bringen wir erstmal Gunther. Gunther kann damit, glaube ich. Also wir müssen ja. Violetterpilz, Nautilus, Muschel, Kaulbarsch und eine gefrorene Giode. Die könnte man schon abgeben, aber auch die kriegt erstmal. Der Schmied. Also, let's go. Ab zu Gunther und Clint. Ich würde fast sagen, wir gehen erst zu Clint, weil der liegt. Nee, liegt der überhaupt auf dem Weg zuerst? Das hier ist, glaube ich, noch Willis Angelangebot. Ja, Willi will guten Fisch haben, den wir nicht haben. Ja, dann gehen wir mal rüber zu Willi und Clint. Und all diesen anderen Menschen, die auf der anderen Seite des Flusses wohnen. Dort, wo es, ja, wir wollen Zeug spenden. Hier fehlt ein Buch. Okay. Dem Museum spenden. Okay, Gunther kriegt auch eine gefrorene Giode. Und das Aquamarin. Und das kriegt Gunther auch. Gunther ist ein glücklicher Mann. Yay! Belohnung. Sternfruchtsaat. Nehmen wir natürlich gerne. Ja, Sternfrucht wächst im Sommer. Der Sommer ist vorbei. Zumindest haben wir nichts mehr, was 13 Tage wachsen. Fuck you. Es ist einfach 16 Uhr und um 16 Uhr sind wir da und der Wichser hat zu. Gut, wir gehen heute nicht mehr zu Clint, um ja, ihn zu nerven, damit er uns ein bisschen Geoden aufknackt. Das müssen wir auf nächstes Mal verschieben. Also auf morgen. Und ja. Lalalalala. So, dann gehen wir zurück auf unseren Hof und ja, können vielleicht ein paar Sprenkelanlagen bauen, ein bisschen Saatgut. Ein bisschen Dünger machen und so Sachen. Es regnet nämlich. Ist der perfekte Tag für Dünger. Und ja, unsere Samen können wir erstmal beiseite legen, würde ich sagen. So, tada. Damn, das Hartholz haben wir gar nicht abgegeben. Und Kohle haben wir hier keine, aber Harz. Und hier haben wir, glaube ich, auch Harz. Oh, hier wäre noch eine Giode gewesen. Wir haben vor allem auch Kohle.
Hartholz sammeln wir auch mal zusammen. Wollen wir jetzt Bäume fällen? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, nein. Das kommt raus. Das nehmen wir nämlich auch mit. Und die Eier hatten wir, ich glaube, hier drüben versteckt. Ja. Da sind die Eier. Die kommen da hoch, weil wir wollen kein Kupfer einschmelzen. Kupfer müssen wir, ja, glaube ich, momentan noch nicht einschmelzen. Macht mehr Sinn, erstmal noch Eisen einzuschmelzen. Gut, den Sprenkler nehmen wir erstmal mit. Und wir bauen erstmal noch ein paar neue Sprenkler. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und den Fertilizer. Wir können einfach klicken. What? Wo sind unsere? Wir hatten doch irgendwie ganz viel Harz. Ja. Wir hatten das viele Harz noch nicht dabei. Gut. Das können wir natürlich dementsprechend auch nicht verarbeiten, wenn wir es nicht dabei haben. Das macht natürlich nur Sinn. Ja, wir haben 8 Sprenger. 8 mal 4. Sind 32. Das heißt, wir brauchen auch mindestens 32 Dünge. Also 2 würde ich gerne auch machen, dass wir insgesamt 40 Felder haben, die automatisch bewässert sind und die super gedüngt sind und wir damit halt dementsprechend den ultra coolen Hof haben, der uns ultra gute Saat verspricht, wo wir nichts machen müssen, weil er sich automatisch wässert und automatisch alles andere tut. Und ja, haben wir hier noch Geoden? Nein. Können wir das Hartholz reintun? Das können wir reintun. 2 Kupfer haben wir noch dabei. Hier haben wir auch 2 Geoden. Nehmen wir jetzt das Zeug auch mal dazu. Wir brauchen eigentlich noch eine Truhe. Wir haben so einen Truhenverschleiß. Gut, wir könnten auch das hier alles mal verkaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Also ich verkaufe zumindest das Zeug, was wir angebaut haben. Ah, ich weiß nicht, was ich davon aufheben soll und was halt nicht. Na gut, die 10 Trauben müssten wir eigentlich verkaufen. Und mit denen können wir auch nach und nach halt Marmelade machen. Was hat uns eigentlich so eine Mayo-Maschine gekostet? Holz, Stein, Erdkristall und Kupferbarren. Na gut, Kupfer haben wir noch. Holz und Stein haben wir eigentlich auch ein bisschen was. Nehmen wir uns eine zweite Mayo-Maschine und hier haben wir auch einen von. Eine zweite Mayo-Maschine hinstellen. Dann können wir schneller Mayo produzieren. So. Was kostet das? Nur Holzstein und Kohle ist natürlich. Kohle ist gerade ein bisschen kritisch. Wo habe ich das jetzt hin? Wo ist meine Mayo-Maschine? Da. Gerade schon gedacht. Sie wäre weg. Da können wir sie nicht hinstellen. So, wahrscheinlich, weil wir nicht nah genug dran sind, ja. Dann können wir nämlich da auch direkt noch ein Ei reintun. Ihr müsst keine Angst haben, es ist nur Gewitter. So, haben wir die Hühner beruhigt. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Wasser. Na gut. Ich würde sagen, die Geoden müssen wir nächstes Mal halt... Also morgen, typischer Montag. Montag können wir auch zu Mani gehen. Montag ist Mani-Tag. Das, wir können die Geoden aber auch wieder mitnehmen. Das ist ein Möbel, das brauchen wir nicht. Montag hat auch der Zwerg Geburtstag. Also morgen hat der Zwerg Geburtstag. Ich muss mal kurz gucken, was der Zwerg sich wünscht. Aber ich glaube, der Zwerg freut sich über eine Omni-Geode. Ganz kurz rausgetappt. Zwerg, Omni-Geode liebt der. Dann kriegt er von uns natürlich auch eine Omni-Geode, wenn er die liebt. Die Samen können wir erstmal hier raus tun. Die Steine brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Die Geoden werden geknackt. Daraus wird gleich noch Dings. Hiervon brauchen wir nur noch 5. Davon brauchen wir auch nochmal 5. Omni-Geode, die Blümchen brauchen wir jetzt nicht. Das Holz brauchen wir nicht. Fertilizer und Dings brauchen wir auch nicht. Die werden geknackt. Die Karotte kann wieder rein. Das ist noch ein Artefakt für Gunther. Warum auch immer das eben nicht angezeigt wurde. Oder wurde es angezeigt und ich habe es gekonnt übersehen.
Ich weiß es nicht. 5 davon, die können wieder zurück. Kommen nur noch 2. Und ist das hier auch bald mal fertig gebrannt. Danke. Genau das wollte ich ja hören. So, nochmal ein Eisen brennen. Können wir hier parallel schon mal noch einen Sprenkler machen. Es zerstört alles. Ach Moment, wir machen jetzt 10, das heißt wir brauchen auch 40. Wir brauchen auch 40 Dings, das heißt wir brauchen noch 8 mal Dünger. Wo ist das Harz? Oh, das Harz haben wir noch einstecken. Gut, dann brauchen wir noch 8 mal Dünger. 4, 5, 6, 7, 8. Kein Problem, haben wir gemacht. Wäre ja ansonsten auch gelacht. Und wir könnten dann morgen auch noch gucken, denn wir können das Harz nicht mal mehr ablegen. Eine goldene Auster. Eine normale Auster. Gut, den Dünger können wir aber ablegen, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Gut, 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 gut. Und wir können eigentlich hier parallel schon mal das Feld anlegen. Weil die Wasserdinger, die stehen ja eh. Wir können die Hoe dafür noch mitnehmen. Wo ist die gute Hoe? Das ist die Hoe. Axt nehmen wir mal vorsichtshalber auch mit. Einfach nur, damit wir sie dabei haben. Gut, wenn hier ein Sprenger ist, dann ist hier. Ne, da. Hier und hier wird nass. Das heißt, wir müssen hier. Alter Vater! Machen hier wieder einen Sprenger hin. Weil der macht dann hier. Und hier. Und hier. Und hier nass. Das heißt, wir machen auch hier einen hin. Und das, der macht den nass. Das heißt, es muss hier einer hin. Jetzt bin ich verwirrt. Doch, hier können wir einen hin tun. Der macht nämlich dann da und da. Gewitter, yay! Und da nass. Können die Mayo austauschen. Und ein neues Ei reintun, sehr schön. Das ist auch richtig. Kommt neues Kupfer rein. Okay, das ist ein bisschen verzwickt jetzt. Ich muss das irgendwie gleichmäßiger machen, weil der macht den, den, der macht den, den. Der hier wird momentan nicht nass. Nicht gut. Wir nehmen die wieder mit. Der macht... Genau, der macht den, der macht den. Der macht den. Das heißt, niemand macht den. Das heißt, hier kommt einer hin. Und hier kommt einer hin. Aber, nee, der muss eins versetzt sein. Der muss... Nee, muss er auch nicht. Damn. Damn, damn, damn. Eigentlich müssen wir so eine Reihe machen, dementsprechend. Also immer so zwei versetzt. Der ist nass, der ist nicht nass. Hier kommt einer hin. So. Ja, ganz ruhig, Gewitter. Kein Grund zur Aufregung. Oh, es ist schon 22. Ja, es wird ja schon spät. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Es ist spät. Du willst nicht mehr gewittern. Ich würde sagen, die 5 Mayo kloppen wir natürlich direkt erstmal hier drüben in den Behälter rein. Quietsch. Plupp. So, mal gucken, wie die Welt morgen aussieht. Und ach, ins Bett. Ja, wollen wir. Ach ja, wir haben entspannte 59 gemacht. 59. Ich muss das mal hier kurz, was das Einzelne dementsprechend gemacht hat. Wir haben 5 Stück. 59 geteilt durch 5 sind 1,90. 3,80 waren die anderen. Gut, es scheint noch keinen Preisverfall zu geben. Ich bin, wie gesagt, ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob es den hier in Stardew Valley auch gibt oder nicht. Bro. So, dann gehen wir raus. Es regnet immer noch, aber wir können ein paar Blaubeeren ernten. Flop, 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 flop. Blaubeeren ernten, das macht Spaß. So, die verkaufen wir natürlich dann auch alle. Ich habe Krähen verjagt, 8 Stück. Nice, er hat eine mehr schon verjagt. Ich bin stolz auf ihn. Flop, 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 flop. Nein.
Nein. Das Ernten kostet halt einfach mal keine Energie. So, wir müssen dem Zwerg heute noch eine Geode schenken. Ich hoffe, er nimmt das Geschenk an. Auch wenn wir uns nicht auf einer Form der Sprache unterhalten können. Das nimmt hier schon Form an. So. 16.000. Wobei, die normalen schmeißen wir, glaube ich, einfach alle in die große breite Truhe. Ich überlege halt gerade, ob wir nochmal Samen kaufen sollten, die wir einpflanzen. Oder nicht. Aber, ja. Sammeln wir erstmal eine Runde Eier. Gutes Huhn, gutes Huhn. Gibt's auch ein gutes Huhn. Ist auch ein gutes Huhn. Du hast auch noch eingelegt. Jetzt verteilen wir noch Heu für euch. Es regnet draußen, ich weiß, da könnt ihr nicht rausgehen. Weil der ganz nass. Will ja niemand. Aber ich habe Lust auf einen Tag in der Mine. Dementsprechend würde ich sagen, ja, zwei Eier nehmen wir mit. Saatgut lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Und eine Geode nehmen wir mit, die wir dem guten Zwerg schenken. Und alle anderen Geoden kommen erstmal zurück in die Truhe. Ab zum Zwerg. Zwergenmove, Zwergenmove, Zwergen, Zwerg, Zwergenmove. Ich bin ein Zwergenmover. So. Schnauze mal da. Dann kriegt der Stern. Der Stern. Der Zwerg hoffentlich ein Geschenk. Es gewittert halt einfach. Übelst krass. Übelst krass. So. Ab zum Zwerg. Komm schon. Lass mich dem Zwerg ein Geschenk geben. Das scheint zu gehen. Ja, du, ja, gerne doch. Zwerg liebt uns direkt wahrscheinlich. Wo ist der Zwerg? Zwerg. Ah, er liebt uns noch nicht. Aber bald. Oh fuck, ich glaube, wir haben vergessen, Mani ein Geschenk zu geben. Aber es ist Montag, wir könnten ihr wieder was schenken. Nein, wir gehen jetzt in die Höhle. Ich will in Level 60 kommen. Geist. Geist. Bam, Geist. Gehst mal weg. Bam, Geist. Ich mag Geister. Sie sind so schnell tot. Nicht. Müssen wir von den kleinen Kohleviechern verkloppen. Die bringen uns nämlich Kohle. Und dafür müssen wir, also, es ist wesentlich effektiver, die zu verprügeln, als nach Kohle zu suchen. Weil, ja. Das kostet uns keine Energie. Gut, aber jetzt müssen wir ein bisschen was abbauen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Hier drunter ist was, was wir brauchen. Oder auch nicht. Damn. Jo. Die Steine sind eine schöne Abwechslung hier in dieser Einöde. Und wir verprügeln sie alle. Ab nach unten. Hier gibt es Eisen. Und Kupfer und eine Treppe. Gut, den verkloppen wir noch. Ich liebe diesen Sound. Das ist ein guter Sound einfach. So, gehen wir lieber eins runter oder was ist das hier drüben? Das kenne ich noch nicht. So, dann machen wir hier kurz auf. Und verkloppen ihn. Nein, falsche Waffe. So, schön mit dem Hammer auf den Kopf von dem Kohleflauschi. Kohleflauschi, Kohleflauschi, Kohleflauschis, die mag ich gern, oh yeah. Okay. Wir hauen dem Kohle, dem Slime auch mit dem Hammer auf den Kopf. Komm schon, sehr gut. Dann haben wir den Stein mal eingesammelt. Und, oh, das war ein Eisenerz einfach nur. Hallo Fledermaus, oh ein Geist. Es handelt sich um Stunden, bis der Geist bei uns ist. Aber wir verprügeln ihn natürlich trotzdem. Das ist gar kein Problem. Wir kloppen ihn aus der Map raus, sozusagen. Yay. Also ich komme mir gerade echt schlecht vor, weil ich das ganze Kupfer und so hier liegen lasse.
Aber ich will ja vor allem auch in Level 60 kommen. Drei Golderz hat der Geist für uns gedroppt. Also in der Hoffnung natürlich, dass wir da unten. Okay, wir müssen erst einen Slimeblatt machen. Und den Geist. Und all die anderen Wesen, die ankommen und meinen, sie müssten uns Schaden zufügen. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Okay, Fledermäuse. Okay. Ah. Geist, geh weg. Thors Hammer, bezwinge ihn. Brav. Verfeinerter Quarz. So, dir kurz ins Gesicht gehauen. Dann zu den Kohlehüpfern rüber. Rumdrehen. Das mit dem Leben ist so eine Sache gerade. So, bisschen Kohle von dem Kohlehüpfer. Was gibt's hier Gutes? Eine Karotte. Eine gute Karotte. Noch mehr gute Karotten. Kohlehüpfer. Ins Gesicht. Ja. Genau, die verbringen wir noch, weil das kostet uns ja keine Energie, nur Leben. Wie ich gerade sehe. Aber das Leben, mein Gott. Was ist schon dieses Leben? Was eins live. Bam. Eine eiserne Klinge. Oh, extra Verteidigung, das ist schon mal cool. Aber der Schaden. Okay, der Schaden ist besser als unsere. Aber die Geschwindigkeit. Ah. Weiß nicht. Ob man auf solch einen Tausch eingehen sollte oder nicht. Oh. Ich sehe gerade, die Folge ist schon vorbei. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns auch abonnieren. Anregungen, Wünsche, Kommentare. Da, wo sie hingehören, in die Kommentare. Habt einen schönen Tag. Haut rein und bye bye. Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Stardew Valley. Wir sind immer noch da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Surprise! Wir sind in der Höhle und kämpfen uns voran, um auf Level 60 zu kommen, weil ich will Eisen haben. Oh, wir müssen kämpfen, glaube ich. Wir müssen, glaube ich, kämpfen. Da höre ich irgendwas rumoren. Es wird düster. Da kommt die erste Fledermaus. Kein Problem. Sie kriegt den Hammer ins Gesicht. Ja, das wäre so ein Labyrinth. Das hatten wir doch schon mal. Den Quarz nehmen wir mit. So, schön den Hammer. Ist ja kein Problem für unsere kleine Fledermaus. So, auch du kriegst den Hammer zu spüren, kleiner Slime. Auch für dich. Natürlich. Kommst du daher? So. Ja, Fledermäuse sind ja jetzt echt kein Problem mehr. Wenn sie einen nicht umfliegen und denken, sie könnten deswegen Schaden machen. Ich würde gerne diesen Amethyst noch mitnehmen. Die sind seltener. Und wir können eigentlich das ganze Level jetzt looten, solange wir keinen Schaden dabei kriegen. Weil, ja. Wir haben die Energie. Wir haben die Leitern zu Level 60. Das heißt, der Fortschritt ist gespeichert. Und ja. Warum sollten wir es nicht tun? Frage ich euch. Warum nicht? Habt ihr einen Grund? So. Außer, dass wir natürlich unschuldige Slimes verprügeln. Mit Thors Hammer. Okay. Ich will da in die Mitte. Da sind so viele Sachen. Ja. Ist mit der Lebensenergie. Ist auch so eine Sache. Aber wer braucht schon Lebensenergie, wenn er einen riesengroßen Hammer hat? Okay, die Fledermaus, die müssen wir jetzt entspannt platt machen. So, ja. Das wieder anfliegen. Sehr schön, dich haben wir nochmal entspannt platt gemacht. Und nochmal. Sehr gut. Dann müssen wir uns hier kurz durchkämpfen. Blutig oder so? Nein, unser Leben bleibt normal scheiße. Es wird nicht schlechter. So. Ich finde diese Geräusche irgendwie sehr lustig. Aber irgendwie gehen sie mir auch auf die Nerven. Ich bin unentschlossen. Dann wird er. Ahaha, hast du gedacht, kommst du ankommen? Ja, aber Schaden machst du uns nicht, kleine Fledermaus. Weil wir haben. Damn, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen unser Leben echt gut beobachten. Wir dürfen jetzt kaum noch Schaden bekommen. Weil ich will zwar hier alles looten, aber ich möchte eigentlich. Ich habe, glaube ich, auch nichts zum Essen. Doch die Höhlenkarotten können wir essen. Und die Winterwurzel wäre auch eine Option. Aber wir kommen hier auch ohne raus. Ja, ja. Wir haben uns 4 Schaden gemacht, das ist nicht gut. Okay, wir müssen.
Nein, nein, nein! Wir sind gestorben. Och nö. Yoki. Yoki, wach auf! Ich habe dich ohnmächtig in den Minen gefunden. Ich glaube, ich habe dir beim Tragen von den Rücken verrissen. Pass beim nächsten Mal ein bisschen besser auf, okay? Damn. Wir hätten doch was nehmen. Ich muss mir wohl ziemlich stark den Kopf angeschlagen haben. Alter. 1000 Gold, 3 Gegenstände und 9 Ebenen. Gut, aber wir haben unseren Hammer noch, das ist die Hauptsache. Wir sind auf Level 50 zurückgesetzt. Na gut, der Tag ist gelaufen. Ich hänge das hier an die letzte Folge einfach mit ran. Und wir gehen ins Bett und schlafen. Ich sehe es nicht ein, hier noch irgendwas zu tun. Wir wurden in der Höhle auseinandergenommen von Slimes. Gut, war ein bisschen riskant. Aber ja, so ist das. Wir gehen jetzt einfach ins Bett und schlafen. 18.50 Uhr. Wir vergraben uns regelrecht im Bett. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen von den letzten 3 Minuten, die jetzt noch dazu kamen, oder 4 Minuten. Nein, ich bin nicht tiltet oder irgendwas. Ich hätte nur eine Pause gemacht. Und da wir jetzt eh schlafen müssen, speichert das Spiel. Daher passt das ganz gut. Euch wünsche ich einen schönen Tag. Haut rein und bye bye.